Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar seht ihr ja schon, dass der kleine Benedikt hier liegt. Und ich dachte mir, ich drehe heute mal das Detailvideo zu unserem Benedikt. Er ist ja der Bausatz Levi von Bonnie Brown. Und den Rest erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Also er ist der Bausatz Levi von Bonnie Brown. Er ist ungefähr 48 cm groß, wiegt 2081 Gramm, hat einen Kopfumfang von 35 cm und wurde reborn von Susanna Potzer. Die findet ihr bei Facebook. Ich versuche euch das mal in der Infobox zu verlinken. Also die Rebornerin von ihm. Ja, und heute würde ich sagen, ziehen wir ihn erstmal aus und dann geht es los mit dem Detailvideo. Ein Detailvideo ist so etwas wie, ich zeige euch seine Färbung, also was genau er für Details hat, wie seine Färbung gemacht ist und ja, ich habe leider gesehen, dass im Box-Opening kam seine Färbung überhaupt nicht so rüber, wie er aussieht eigentlich. Also ich hoffe, ihr seht es alles gut. Es ist jetzt zum Glück etwas heller bei uns, das finde ich gut, dann seht ihr einfach wirklich ein paar Details. Also hier seht ihr schon, er ist extrem rot. Das hat man ja im Box-Opening nicht gesehen. Also er ist extrem rot, aber er ist jetzt auch röter in der Kamera, als er wirklich ist. Also irgendwie kann man auch das wirklich nicht so ganz genau zeigen. Und ja, so sieht er halt aus. Er hat schon eine etwas rötere Struktur, weil ich das einfach so haben wollte. Also beziehungsweise habe ich Bilder von der Rebornerin immer bekommen. Und da sah er sehr, sehr blass aus, weil die Bilder wurden draußen gemacht. Und wenn man draußen mit ihm Fotos macht, sieht er viel, viel blasser aus. Dementsprechend habe ich gesagt, oh, er ist mir ein bisschen zu blass und deswegen ist er jetzt ein bisschen röter geworden. Finde ich absolut nicht schlimm. Er gefällt mir einfach so, wie er ist. Was mir ganz, ganz wichtig war, dass seine Lippen nicht so extrem sind. Die sind auch nicht so extrem, wie sie hier jetzt gezeigt werden. Also ein Detailvideo ist irgendwie unmöglich bei ihm, glaube ich. Aber ich würde sagen, fangen wir mal ganz unten an, bei seinen Füßen. Und zwar sind seine Fußnägel richtig, richtig schön geworden. Die sind einfach nicht irgendwie richtig extrem gemalt oder so, sondern die sind einfach wie kleine Baby-Fußnägel. Das finde ich so, so schön, weil eigentlich sind Reborn-Füße immer extrem einfach zu doll gemalt. Aber die sind einfach richtig klein, normal, sehen 3D-mäßig aus, was ich voll krass finde. Und finde ich sehr schön. Also die Zehennägel sind wirklich sehr schön. An sich der Fuß, da hat sie sehr viel mit Detail gearbeitet. Hier sieht man zum Beispiel auch eine Ader. Und die kleinen Hautfältchen sind alle ein bisschen röter gemalt. Finde ich auch super schön. Allgemein der Fuß gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Beziehungsweise beide Füße. Also ihr seht, sie hat sie ein bisschen ins Rote, also in die Fältchen so ein bisschen rot gemalt. Und hier hinten ist er auch ein bisschen bläulicher. Das finde ich sehr, sehr schön. So blaue Sachen waren mir sehr wichtig. Also hier hat er zum Beispiel so einen richtig großen blauen Schatten. Seht ihr das gut? Und dann hat er hier natürlich kleine Adern. Und also die Füße gefallen mir sehr gut. Auch von unten, dass hier dieser typische weiße Fleck ist, den wir alle haben. Und der Rest halt rot, wo man halt am meisten drauf läuft sozusagen. Finde ich wirklich sehr schön und sehr schön gearbeitet. Auch hier sieht man die Falten extrem gut. Und hier haben wir auch wieder so ein bisschen bläulich. Das gefällt mir super gut. Also die Füße sind wirklich sehr schön geworden. Der andere natürlich genauso. Der hat auch viel rotes Detail hier in den kleinen Fältchen. Hier eine blaue Ader. Und die Fußnägel sind hier auch wunderschön geworden. Und am unteren Fuß natürlich auch. Und hier finde ich sogar richtig, richtig schön. Weil hier hat er noch so einen richtig großen blauen Fleck. Das finde ich ultra schön. Und ich finde es so gut, dass er hier in dieser großen Falte weiß ist. Seht ihr das? Weil das passt irgendwie perfekt. Also ich finde es wirklich unglaublich. Die Füße sind wirklich perfekt. Auch hier hat er einen kleinen blauen Schatten, was ich auch super schön finde. Ja, also die Füße sind wirklich sehr gut gemacht. Finde ich sehr realistisch. Und wirklich sehr, sehr schön. Auch die sehen irgendwie, wenn man sie so sieht, sieht es hier total echt aus wie so eine echte Hautfalte. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, und dann kommen wir mal zum Bein. Das finde ich auch sehr, sehr schön, wirklich. Hier sieht man auch so kleine Punkte, halt das typische Hautbild von Babys. Und auch immer wieder relativ viele Adern. Also hier sind große Adern. Und halt so ein typisches Hautbild sieht man.
sieht man auch die ganzen Falten sehr gut. Und diese Falte hätte vielleicht ein bisschen dunkler innen drin sein können, weil das ja im Endeffekt ein Schatten ist. Wenn man es mal so überlegt, seine Kniekehle. Und das hätte ich mir vielleicht ein bisschen dunkler gewünscht, aber das ist kein Problem, weil eigentlich hat er immer eine Hose an. Aber das wäre vielleicht ein bisschen dunkler und schöner gewesen, so wie hier hinten. Da finde ich das sehr gut, aber hier hätte es vielleicht ein bisschen dunkler sein können. In der Falte halt drinnen. Aber sonst wirklich nichts auszusetzen. Und dann gehen wir mal zum Arm. Von dieser Hand bin ich wirklich sehr begeistert. Also das ist ja die typische Levi-Hand und die gefiel mir eigentlich von Anfang an nicht, weil bei jedem reborn Levi sah die irgendwie doof aus. Und ich hatte voll Angst, dass die bei meinem Baby genauso aussieht. Und hier ist es aber jetzt so, sie glänzt ziemlich. Das ist aber bei jedem Levi irgendwie so, dass die Hand total glänzt. Aber sie hat es wirklich richtig, richtig gut gemacht. Sie hat halt die kleinen Fältchen hier alle richtig, richtig gut bearbeitet. Die Fingernägel sind ein Traum. Ich finde die wunderschön. Und sie hat halt hier mit Blau und Rot gearbeitet, was ich richtig, richtig schön finde. Er hat hier viele rote Akzente, aber auch hier sind blaue Akzente. Die roten Falten sind sehr gut gearbeitet. Und sein Arm natürlich auch. Der ist halt auch so gepunktet wie die Beine. Sieht eigentlich genauso aus. Auch hier hätte ich mir diese Falte vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber die schon relativ gut gemacht. Auch das Innere der Hand, also die Handfläche, ist einfach das Wunderschönste fast am Baby. Ich finde diesen blauen Fleck einfach so unglaublich schön. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber er gefällt mir wirklich sehr gut. Sie hat hier in der Hand wirklich mit sehr viel Detail gearbeitet, was ich wirklich wichtig fand, weil die Hand halt irgendwie bei Levis immer nicht so richtig gemacht aussieht. Und hier sehen wir halt auch wieder das typische Hautbild von Babys. Hier am Oberarm extrem doll. Und dann gehen wir noch zum letzten Arm, also zum zweiten Arm. Auch hier ist der Arm an sich richtig gut gemacht. Hier hat sie mit Blau gearbeitet, auch wieder mit den ganzen Adern und so. Und das typische Hautbild. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht alles genau gleich gemacht hat. Zum Beispiel, dass nicht jedes Bein oder jeder Arm komplett gleich aussieht. Das gibt es natürlich auch nicht. Das kann man ja als Rebornerin auch gar nicht machen. Aber sie hat zum Beispiel hier mal ein bisschen weißer. Hier ist ein weißer Fleck. Das ist ein bisschen heller. Hier sind dann auch ein paar Stellen ein bisschen heller. Das finde ich halt total gut, dass es einfach individuell ist und nicht alles gleich aussieht. Hier an der Hand bin ich auch ziemlich begeistert, weil hier hat sie auch mit Blau gearbeitet, was ich super schön finde, weil das einfach so einen kleinen Schatten gibt. Und allgemein wirkt die Hand total echt, finde ich, weil sie einfach mit so viel Detail auch gearbeitet hat. Die Hände sind jetzt ein bisschen dreckig, weil einfach schon lange nicht mehr geputzt wurde jetzt. Aber ich finde einfach, das ist wirklich sehr schön gearbeitet. Wenn ihr euch das mal so anschaut, hier hat sie mit richtig viel Blau gearbeitet, die Adern richtig gut gemacht. Und dann geht's nur noch zum Hauptteil, nämlich dem Gesicht. Die Haare habt ihr ja schon gesehen. Die sind wirklich wunderschön. Also wenn ihr wirklich da, wenn ihr ein Roting für euer Baby wollt, dann geht auf jeden Fall dahin. Die Mel wird da wahrscheinlich auch nochmal gerotet. Die hat ja ein Painting und das soll wahrscheinlich nochmal gerotet werden. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier so an der Seite an. Die Haare sind natürlich hier und dann fangen wir mit dem Ohr an. Das Ohr finde ich einfach schlicht gehalten, das finde ich gut. Ein paar helle Stellen, ein paar dunkle Stellen und allgemein das Gesicht finde ich sehr schön. Die Lippen wirken jetzt nicht so rot, also sind nicht in echt so rot, wie sie hier jetzt scheinen. Und ja, er hat halt gepaintete Augenbrauen und gerotete Wimpern. Sind jetzt auch absolut nicht gerichtet oder so. Und auch nicht sauber gemacht, aber so sieht es ungefähr aus. Er hat hier oben einen ganz großen roten Fleck. Den habe ich gewollt. Das war einer meiner Wünsche, einfach, dass er ein Teil hat, was ich mir wirklich selber aussuche und wo ich ihn auf jeden Fall auch erkenne. Halt einfach einen roten Fleck hier oben. Das fand ich einfach schön. Und hier unten hat er ebenfalls einen kleinen roten Fleck. Den seht ihr hier. Der war mir auch sehr, sehr wichtig. Ja, weil er einfach ein bisschen Individualität reinbringt und ich einfach so kleine Flecken am Baby total süß finde, weil das fällt halt einfach auf. Hier sieht man den roten Fleck extrem und den hier oben sieht man auch und ich finde es einfach wunderschön. Ja, und so sieht mein Baby aus. Im Gesicht ist er wirklich sehr rot, aber ich finde, es passt einfach alles. Also er ist einfach im kompletten Zustand einfach perfekt und es passt einfach. Hier unten ist er ein bisschen heller, was ich auch gut finde. Und die Schatten, also hier unten zum Beispiel im Hals, sind wirklich sehr gut gemacht.
Ich möchte jetzt absolut nicht irgendwie schwärmen von der Rebornerin, aber ich will euch einfach kurz so die Details zeigen und was so ein bisschen ihre Arbeit ausmacht. Die Wangen sind auch relativ rot, was natürlich bei Babys normal ist. Was ich auch gut finde, sie hat zum Beispiel die Nase sehr betont. Also hier hat er noch einen roten Fleck. Seht ihr das genau? Er hat hier noch einen roten Fleck und hier am Rand auch. Das finde ich richtig, richtig schön, weil damit fällt es einfach noch so ein bisschen auf und ich finde das irgendwie total schön. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass die Augen mehr aufgefallen wären. Also, dass sie hier ein bisschen mit Blau gearbeitet hätte. Hat sie ein bisschen, aber irgendwie alle sagen, dass die Augen einfach nicht so auffallen. Das finde ich leider auch. Aber sonst finde ich es wirklich sehr schön. Und das war im Endeffekt auch schon unser kleines Baby Benetton. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt jetzt ein bisschen einen kleinen Eindruck von der Rebornerin bekommen und von meinem Baby. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen und bis zum nächsten Mal.